Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Momente der Stille sind selten geworden im Kloster St. Anton. Es herrscht Umbruchsstimmung. Es musste was geschehen. Das war das Entscheidende. Es musste baulich etwas geschehen, weil man ja schon, wenn man, jeder weiß, ein Haus irgendwo schleifen lässt, weil man die Zukunft nicht kennt, dann kommt es sehr schnell runter. Vor anderthalb Jahren, heruntergewirtschaftet, präsentiert sich das Kloster. Für die drei verbliebenen Kapuzinermönche ist es einfach zu groß geworden. St. Anton droht zu verfallen. Die Lösung kommt mit dem IFP. Zum April wird die katholische Journalistenschule die Klosterräume beziehen. Das IFP fing an als sogenannter Wanderzirkus. Die Verwaltung war in München und die Seminare fanden an verschiedenen Orten Deutschlands und auch im Ausland statt, in Südtirol oder in Salzburg. Und jetzt ist erstmal alles an einem Ort. Verwaltung, Hörfunkstudio, Fernsehstudio, Printstudio, Übernachten, alles unter einem Dach. Und das ist das absolut Neue. Schuften und Schaben, dass es ordentlich staubt. Bis hier Journalistenschüler lernen können, muss noch einiges getan werden. Rund 10 Millionen Euro steckt die Diözese München dafür in den Umbau. Hinter Klostermauern entsteht eine moderne Medienakademie. Zwar jetzt noch Kabelsalat, bald aber schon das neue Hörfunkstudio für Live-Sendungen. Im Obergeschoss die Verwaltungszentrale. Hier werden in Zukunft die wichtigen Entscheidungen getroffen. Komfort statt Askese. Aus den Mönchszellen werden 24 Zimmer für die Journalistenschüler. Ein Mammutprojekt und eine Herausforderung für den Münchner Architekten. Das ist natürlich ein besonders spannendes Projekt, ein Kloster umzubauen. Das hat man nicht jeden Tag, das ist ganz klar. Wobei die Schwierigkeit hier lag, aus einem einfachen Kloster, also aus einem Kloster, das ursprünglich der Bescheidenheit verpflichtet war, einen Hightech-Bau zu machen, den man es aber nicht ansieht, dass er Hightech ist. Hightech wird hier bald sein. Das Fernsehstudio wurde von der schmerzhaften Kapelle abgetrennt. Vor 300 Jahren gebaut, ist sie das Herzstück des Klosters. Wand an Wand, hochmoderne Technik und sakrale Räume. Ein Widerspruch? Nein, findet Pater Wolfgang. Weil ich überzeugt bin, dass das die zwei Welten unseres gemeinsamen Lebens sind. Hier das geistig-religiöse und dahinter oder da draußen, ist egal, ist das Leben des Alltags, die Arbeit, das Schaffen, das Bemühen. Und es stört nicht, ja, es muss sich ergänzen. Im Hinterhof das neue Verwaltungsgebäude der Kapuziner. Bald bewohnen 6 Mönche ein Nebengebäude des Klosterkomplexes. Dann darf sich auch die Kapellenspitze wieder zeigen. Und ein altes Kloster bekommt eine neue Aufgabe.